Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Heute mit den YouTube-Namen bzw. mit euren Namen aus den Kommentaren, die ich jetzt mal aufschlagen werde für alle, die sich momentan im Chat befinden. Währenddessen ich die Namen aus YouTube rauskratze, kann ich eure Nachrichten nicht lesen. Das heißt, beruhigt euch. Beruhigt euch einfach. So, Videomanager, wo haben wir die denn? Gratis Power-Rüstung. Das muss diese Folge hier gewesen sein, oder? Hä? Wo habe ich die Fallout Shelter Folge? Ach, das, doch, das war sie. So. Speckles hat sich schon gemeldet. Haben wir hier eine Milliarde Kommentare von Silord? So, der Niklasa 6 hat sich wieder gemeldet. Der möchte gerne dieses Mal als Spartan arbeiten. Das darf dieser natürlich sehr gerne tun. Dafür suchen wir dir mal einen aus, der noch frei ist. Da haben wir doch einen freien. Niklasa 6. So, damit haben wir einen neuen Spartan namens Niklasa 6. Ich hoffe, ich habe dich richtig geschrieben. Wenn nicht, dann wirst du mir das schon sagen. So. Der Phil Po B. Doberfell? Wir nehmen mal Doberfell, den kann ich wenigstens aussprechen. Doberfell möchte einfach nur dabei sein und irgendwie ist das scheißegal, was er macht. Das heißt, wir packen dich mal als Intelligenzbestie rein. Da haben wir ja ganz viele. Du bist nicht wirklich intelligent. Na gut. Aber wir brauchen dich auch nicht. Das heißt, wir nehmen mal dich hier. Heute bekommst du den Namen von Doberfell. Dem Dobermann. Und den Filz. Doberfell. So. Einen Namen machen wir noch, dann machen wir eine kleine Pause und dann werden wir wieder Namen vergeben. Global Elite X3000 möchte dabei sein. Was für einen Namen möchtest du haben? Global Elite X3000. Mit dem Namen kann ich dich nicht in die Vault lassen. Der ist viel zu lang. Viel zu lang. Das kriege ich im Leben nicht hin. Such dir einen anderen Namen aus. Melde dich nochmal wieder, bitte. So. Ach, Philipp Behrens. Der Oberphil möchte jetzt doch Ödländer werden. Naja. Der Noisy Boy möchte Ödländer werden. Wir nehmen einfach mal jetzt einen hier raus, der geeignet wäre. Du bist zwar nicht wirklich der Hit. Nehmen wir irgendjemanden, der eh voll hat. Da, nehmen wir dich doch mal. Wir nehmen dich und nennen dich Noisy Boy. Noisy. Boy. So, dann kommst du auf jeden Fall. Ich habe dir eins vergessen, ne? Ich habe dir eins vergessen. Ich höre die ganze Zeit nur Kronkorken hier so durch die Gegend rauschen. Was ist denn los? Kein Stück Ruhe. So, da sind drei drin, das heißt, wir erweitern mal auf vier. Neben unseren Kollegen Doberfell packen den auch nochmal da rein. Jetzt läuft ja hier zum Glück niemand mehr durch die Vault. Das heißt, wir können gleich erstmal alles ergänzen. So, jetzt legen wir eine kleine Pause ein und machen dann nämlich mit den Namen weiter, sodass wir halt nicht durchgehend nur die Namen benennen. Das wollen wir ja nicht, ne? So, kümmern wir uns erstmal darum, dass hier alles eingesammelt wird. Wir haben hier jetzt noch einen Platz frei. Ich würde vorschlagen, da werden wir... Ne, wir müssen zuerst tatsächlich die Gebäude aufwerten, die wir hier haben, ne? Ist schon maximal verbessert. Mensch, da bin ich ja richtig schnell dabei gewesen. Die habe ich alles schon maximal verbessert. Aktuell können wir 160 Bewohner fassen.
Ein großes Gebäude fügt noch circa 40 hinzu, was das eigentlich perfekt machen würde. Das würde alles abrunden, ne? Alles verbessert, cool. Gut, dann packen wir Hunden, Pionen, nochmal die Baracken hin, die verdammt teuer sind. Alter Schwede, es tut so weh, das zu bauen. Oh, 4000! Oh. Und das Aufstocken ist dagegen sehr billig. Wir haben es genau auf 200 Bewohner geschafft, Freunde. Das muss man erstmal hinkriegen. Genau 200 Bewohner. Nee, das. Das ist jetzt nicht sein Ernst, ne? Es ist jetzt nicht sein Ernst. Freunde, wartet, wartet. Wartet. Das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Wir haben doch gerade Philipp Behrens zuerst als Intelligenzbestie reingepackt, ne? Dann hat er ja einen Kommentar drüber geschrieben, dass er gerne Spartan werden möchte. Und jetzt, vor 30 Sekunden, kam ein Kommentar rein: Ich möchte gerne im Atomreaktor heißen und möchte Topaphil heißen. Danke im Voraus. Topaphil, Entscheidung bitte. Entscheide dich. Ich kann dich nicht immer von A nach B transportieren. Aber du hast Glück, dass du Ödländer zuletzt gewählt hast, weil viele wollen Ödländer werden und deswegen packe ich dich doch gerne in den Generatorraum. Weißt du was, wir machen dich als frei hier oben. Dann wissen wir, du bist frei. Frei. Als hätte er es gerochen, dass wir ihn gerade benannt haben und hat sich dann nochmal zum dritten Mal umentschieden. Aber diesmal darfst du dich nicht umentscheiden. Das ist jetzt fest beschlossen, dass du jetzt hier drinne bist. Alter, du bist viel zu gut, um da zu arbeiten. Doper. So. Leute, das ist echt der Wahnsinn. Oh. Monster Phil möchte also Mr. Handy werden. Das können wir später ein andermal regeln. Wenn du das nächste Mal auch immer noch da bist. Weil ich habe in der letzten Folge habe ich schon die Leute aus dem Stream bevorzugt. Jetzt kommen die auf YouTube dran. So, auftragsmäßig. Überlebe 4 Todeskrallenangriffe ohne Opfer. Das kriegen wir, können wir jetzt sogar hinkriegen, weil wir nämlich die ganzen Spartans rausgefischt haben. Wir sollten als nächstes sollten wir definitiv die Allrounder nehmen und sie schon mal zu den Spartans packen, für den Fall der Fälle, dass da nämlich irgendwas Fettes kommt. Und dann sollten wir nach unseren Waffen gucken. Ach, der war doch hier weit unten. Hallo? Da war doch noch einer drinne. Da, frei. Der mit dem Irokesen. Aber was habe ich gemacht? Gut. Hol's hin, bleib stehen. Scheiße, ich habe hier irgendwie ihn weggeschickt, ne? Da habe ich mich einmal verklickt. Weißt du, wo ist er hin? Raider? Raider? Kacken doch im ersten Raum ab, die Jungs. Da bist du. Dich wollte ich haben. Als brauche ich dich gar nicht loszuschicken wegen Raidern. Marlon, was kann ich für dich tun? Sie wünschen? Oh. Der überlebt auf jeden Fall nicht lange. Türsteher! Oh. Wir haben die Türsteher vergessen. Stimmt. Alle, die diese Folge heute schauen, wir haben die Türsteher vergessen. Wer möchte Türsteher werden, sagt mir Bescheid. Ich glaube, dass gerade etwas explodiert. Und zu der Frage in den Kommentaren, oder ich weiß nicht, war das im Stream oder in den Kommentaren, man kann einen Mr. Andy locker wiederbeleben. Sag mal, hör auf zu sterben. Ich sag dir, hör auf zu sterben, was kippst du einfach um? Der kippt einfach um, ich habe ihm befohlen, nicht zu sterben. Und was tut er? Er stirbt.
Ödland-Ausrüstung. Bäh. Hätten wir eigentlich behalten müssen, ne? Marlon, du hast viel Intelligenz, weil das so ist. Ist halt so. Wieso bist du so billig? Ach, jetzt feines LP. Oh mein Gott. Okay, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. So. Hab ich dich erwischt? So. Dann werde ich dich gleich nach erstmal nach It's Finest umbenennen. Damit ich nicht so ein Schwächling hier rumstehen habe. Genau so soll's aussehen, Freunde. So sollen die Spartans aussehen. Komplett ausgerüstet. Fett. Bereit zum Angriff. Marlon? Marlon hat gerade übrigens erwähnt, dass Intelligenz nicht zu ihm passt. Soll ich dazu sagen? Okay. Die ganzen Allrounder kommen nach oben. Black Sword ist so gut wie fertig. Das heißt, er kann ruhig auch mal nach oben gehen. So wild ist das nicht. Da sind doch schon zwei drinne. Ach so, Aiden ab. Du solltest doch Aiden ab werden, ne? Bin hier immer noch am Sortieren. Bin mit dem Sortieren noch nicht fertig. Aiden ab. So, und du bist frei. Flieg, kleines Vögelchen, flieg in die Freiheit. Was weiß ich. In den Runden, wo ich die ganzen anderen weggenommen habe. Fehlt einer? Hä, bist du nicht meine Frau? What the fuck? Wie bist du nach unten gekommen? Du sollst nicht arbeiten. Dass Frauen immer arbeiten wollen. Du sollst zu Hause bleiben. Unglaublich. Tobi, jeder nur ein Charakter. So viel dazu. Und die Türsteher werden wir beim nächsten Stream erst ja auswählen. Ich sag jetzt auswählen, weil wir das beim letzten Mal auch schon als random Gewinnspiel sozusagen hatten, dass man sich bewerben konnte als Türsteher und wenn man Glück hatte, konnte man Türsteher werden. Und das machen wir bei diesem Mal auch. So. Jetzt haben wir die Energie fast voll. Und dann kriegen wir tatsächlich nochmal eine Lunchbox. Apropos Lunchbox. Wir hauen jetzt mal eine Lunchbox rein. Und ich habe wie immer mal wieder nicht auf die Zeit geachtet. Oh, ein Teddybär. Der wird sich mit Hund freuen. Nö, irgendwie nicht. Ach, Kronkorken. Und die letzte Karte. Eurem Bot. Ich weiß ja nicht, King Juni, ich weiß ja nicht. Lass uns erstmal die Vault erstmal so hinkriegen, dass sie wieder funktioniert. Und dann können wir gerne über Extras sprechen, die man vielleicht bekommen kann. Oh, 500 Kronkorken. Immerhin besser als irgendein Typ, der irgendwie angekrochen kommt und arbeiten möchte. So. Ach, wer bist denn du? Ach ja. Edward Lane. Ich meine, ich könnte ihn austauschen oder. Wisst ihr was? Wir schicken den einfach rein, ganz ehrlich. Wir geben ihm den Namen frei und dann schicken wir ihn rein. Oh, komm, frei. Dann heißt du nämlich auch frei. Und dann kommst du erstmal hier in die Türsteherabteilung. Und du auch.
Weißt du was? Bleibt da, dann seid ihr die beiden Türsteher. So, haben wir geregelt. Obwohl die Türsteher dann loslaufen müssten, eigentlich um sich wieder hochzutrainieren, ne? Wir sollten dann auf jeden Fall Level 50er aussuchen für den Fall der Fälle. Übrigens wunderschön, wie wir die Türsteher hier einfach hinstellen, ohne Waffen in der Hand. Und mit Level 5 und 6 und was weiß ich. Ich glaube, die werden nicht lange überleben. So. Wieso gibt es hier so viel ein zum Einsammeln? Das ist ja grausam. Ich würde tatsächlich sehr gerne. Die Waffenwerkbank bauen. Ja. Als nächstes müsste das. Ah, Out. Nein, jetzt habe ich zweimal die Waffenwerkbank hingebastelt, ne? Geldverschwendung. So. Da können natürlich auch ein paar Leute arbeiten. Gar kein Problem. Wer möchte denn in der Waffenwerkbank und in dem Outfitwerkstatt arbeiten? Ich weiß es nicht. Wir werden es dann herausfinden. Und natürlich haben wir den Friseur, der 10.000 Kronkorken kostet. Alter, was ist denn los? 10.000 Kronkorken. Ich habe ihn Frey genannt. Ja, dann ist es Fred. So. Du kommst in die Wall, du bist sofort schlecht drauf? Warum? Ich habe dir nur deine Klamotten weggenommen. Bist doch nicht gleich schlecht drauf, ganz ehrlich. So, wir hatten doch hier den It's Finest LP. Dich entfernen wir mal. Stellen dich auf frei. Entfernen deine Rüstung. Und geben dich in den Mülleimer. Nein, er darf ein bisschen trainieren. So. Kannst ein bisschen Glück trainieren. Kannst du brauchen. So. Das ist nicht wahr. Oh Gott, die haben keine Waffen. Getüte, da, nimm das. Oh Gott, die werden krepieren. Oh Gott, wie schnell die krepieren. Nein, weg. Nein, weg. Das war ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Wir dürfen niemanden verlieren. Das ist ganz wichtig. Es ist für unsere Quest. Deswegen müssen wir ihn jetzt hier verfolgen. Du, mein Freund, kriegst erstmal hier eine schöne Packung Heilung. Du auch. Wir kommen die Todeskrallen ziemlich weit, kann das sein? Das war eigentlich nicht der Plan. Eigentlich hatten wir einen ganz anderen Plan. Okay, eine Todeskralle ist tot. Ich glaube, wir müssen doch größere Gebäude machen, ne? Nein! Nein! Warum? Meine Quest! Ich muss sagen, ohne Powerrüstung schmelzen meine Leute einfach nur so dahin. Okay, damit haben wir eine Bestätigung. Wir brauchen größere Gebäude da oben. Sehr viel größere. Oh Gott. Oh. Okay, wir müssen die Gebäude austauschen. Das bringt so gar nichts. Ganz ehrlich, die Leute verrecken da. Und ohne Rüstung und. Okay, It's Finest, mein Freund. Sie werden jetzt Türsteher. It's Finest. LP. So. Dann kriegst du auch deine Rüstung wieder. Sonst kratzt du hier ein bisschen zu schnell ab.
Und das will ich nicht. So, wir haben Spartans, die brauchen Leben. Charisma, 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 Intelligenz. Charisma. Okay, die meisten brauchen Charisma und was bist du doch mal? Beweglichkeit. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall so mal machen. Eigentlich kann der Fahrstuhl auch weg, ne? Eigentlich ist es besser, wenn der Fahrstuhl weg ist. Silot, der Stream wird so lange gehen, bis ich mich entscheide, den Stream zu beenden. Solange musst du hier bleiben. Ich zwinge dich. Ja, irgendwo hinter dir steht jetzt ein Typ mit der Knarre. Und er warnt dich bestimmt in jedem Moment, dass du nicht ausschalten sollst. So. Wir müssen auf jeden Fall das hier oben klären. Sonst haben wir ein dickes Problem. Und für diesen Zweck legen wir mal die Spartans nach draußen. Es darf nur nicht sein, dass sie jetzt angegriffen werden. Wenn wir jetzt angegriffen werden, dann haben wir ein ganz großes Problem. Dann haben wir nämlich keine Spartans. Und ihr wisst, was beim letzten Mal passiert ist. Genau. Alles und jeder ist abgeschmiert. Alle sind sie gestorben. So, haben wir jetzt alle weggeschickt? Ich hoffe. Nein, da steht noch jemand. Da ist noch jemand. So. Ich hätte nicht gedacht, dass ein größerer Raum mehr bewirkt als ein kleinerer Raum. Weil in den kleineren Räumen bleiben sie zwar nur kürzer, aber dafür müssen sie jedes Mal gegen zwei Spartans antreten. Silot, ich habe keine Ahnung, was du da erzählt hast. So. Dann schicken wir mal die Kollegen zurück. Rückruf. 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 Ups. Du bist ja noch tot, Niklas. Was ist denn los mit dir? Hattest du keinen Bock, mit den anderen mit zurückzulaufen, oder was? Heilige Scheiße, was hast du denn alles gefunden? Mein Lager wird so überfüllt sein. Holy shit. Gut, die Spartan sind mittlerweile wieder zurückgekehrt. Wir brauchten Charisma. Charisma. Wir haben kein Geld. Dinge, die Zero nicht beachtet hat. Wir haben kein Geld. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe ihn nur kurz rausgeschickt, Marty, damit er quasi die Räumlichkeiten verlässt. Wo ist denn das jetzt alles? Bin ich jetzt blind? Trainingsraum, da. Ja, cool, das war's auch schon. Scheiße. Wer hat gefailt? Der Zero. Nein. Fail. Na, zumindest zwei können wir schon mal reinschicken, ne? Oh je, oh je. Gut. Dann würde ich sagen, werden wir nochmal nach den Namen schauen. Und dann war es das doch schon für heute. So, weitere Namen kommen in die Vault. Und diese Namen werden sein, wenn ich die Kommentare jetzt finde. Oha. Oha. Lunation, da muss ich aber gucken, ob wir sowas zur Verfügung haben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob wir wirklich so viel zur Verfügung haben. So. Wie gesagt, ich habe alle Frauen rausgeworfen. Es könnte sich als schwierig erweisen, dir jetzt hier eine Frau zu suchen. Wieso bist du halt tot? Ach so, verstärkte Walltür. Okay, ich verstehe. Ich glaube nicht, dass wir hier noch eine Frau haben. Meine Ehefrau, ja, aber da möchte ich gerne eine Frau haben und keinen Mann. Ich sehe nur männliche Gesichter, oh mein Gott. Wir haben nicht eine Frau hier.
Piper. Ja, aber Piper ist halt Piper, ne? Gut, Piper ist halt Piper. Lunation. Wir werden früher oder später werden wir schon eine Frau kriegen. Dann darfst du gerne eine Frau haben. Ansonsten würde ich sagen, packe ich dich auf die Warteliste und dann ist gut. Ich meine, wir öffnen täglich eine Lunchbox und da wird höchstwahrscheinlich irgendwann mal eine Frau sein. Du kannst aber hier Mary Joanna sein, weil ist so. Wir werden sie nämlich woanders hinsetzen. Luna. Ach, können wir gar nicht, ne? Wir können das gar nicht machen. Nee, können wir nicht machen. Es tut mir leid, können wir nicht machen. Wir haben ja keine andere Frau. Ich kann sie ja nicht umsetzen, wenn wir keine andere Frau haben. Das habe ich gerade noch nicht bedacht. Wir brauchen erstmal eine andere Frau. Das heißt, Mary Joanna bleibt erstmal mit Mary Joanna. Okay, Lunation, ich packe dich einfach auf die Warteliste. So. Wobei, die Tierbataillon sind ja auch Ödländer, ne? Die Tierbataillon gehört ja zu den Ödländern. Von daher ist alles in Ordnung. Wie du weißt. Spiel hat sich aufgehangen. Warum tust du das, Spiel? Wieso? War immer nett zu dir? So. Okay. Philipp Behrens hat sich nochmal gemeldet. Er möchte jetzt mit plötzlich ein Mr. Handy werden, glaube ich. Aber egal, ich habe gesagt, er kann sich jetzt nicht mehr weiter entscheiden. So sieht's aus. Sonja, keine Sorge. Wir haben drei Frauen. Dich, Mary Joanna und meine Ehefrau, die noch nicht besetzt ist. Ihr seid also zu dritt. Keine Sorge, Sonja, ihr seid alle zu dritt. Ihr seid alle zu dritt, finde ich auch gut. Sehr guter Spruch, sollte ich mir merken. Silot, die Frau auf meiner Bildschirm. Die Frau auf meinem Bildschirm ist Lightning aus Final Fantasy. Gut. Ich weiß jetzt nicht, warum ich bei Fallout Shelter wieder reingegangen bin. Eigentlich wollte ich die Folge beenden für heute. Aber naja. Gut, Lunchbox haben wir geöffnet. Kohle haben wir jetzt wieder ein bisschen. Das ist gut. Trainingsraum. Mist. Ich brauche 8 Kronkorken. Gib mir 8 Kronkorken. Was zum Teufel ist mit euch los? Gebt mir Geld. Okay, die 8 Kronkorken will ich aber noch haben. Das ging schnell. Das ging relativ schnell. Aber sobald beim nächsten Mal die Ödländer zurück sind, haben wir ein bisschen Kohle. Stimmt, wir sollten die Ödländer zurückschicken. Gut, dass ich das erwähnt habe. Hinschicken, nicht zurückschicken. Wir müssen Ödländer losschicken. Ohne geht es nicht. Wir haben ja heute schon ein paar Ödländer erstellt für uns. Das heißt, Noisy Boy, du gehörst zu den Ödländern. Dann haben wir hier Frey, der zu nirgendwohin gehört. Speckles, Axon und der gute Marlon. Ich werde euch alle jetzt mal losschicken. Klamotten müsst ihr euch erstmal selber suchen, bis ich euch die geeigneten Klamotten gebe. Aber ich finde es immer lustig, wenn man sich selber die Sachen sucht. War ich immer ein Fan von. So, 20 und 5, bitteschön. Ach, ist das entspannt, mal wenig Ödländer zu haben, weißt du? Ein bisschen entspannt. Nicht so ein Stress, immer alles losschicken zu müssen. Wie wär's, wenn du um meinen Finger kommst? Alter, der will nicht. Komm doch her. Ich schwör's dir. Speckles, benimm dich.
Raff. Er wollte einfach nicht auf meinen Finger. So, 5. Perfekt. Der mysteriöse Unbekannte meldet sich mal wieder. Und mal wieder ist es mir voll egal, weil das ein Penner ist. Ja, stimmt. Einer kann doch ein Mr. Handyspaten werden. Na, da hast du nicht ganz unrecht. Also, wir haben doch eine Maschine, eine Kampfmaschine, die gegen die Todeskrallen kämpfen muss. Dafür dürft ihr euch natürlich auch melden. Und für alle anderen Mr. Handys auch. Man kann hier quasi alles werden, was man möchte. Dies ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ihr könntet sogar Feuerwehrmann werden. Also, wenn ihr Feuerwehrmann werden möchtet, meldet euch. Feuerwehrmann. Wird auch akzeptiert von mir. So. Damit haben wir die auf jeden Fall schon mal losgeschickt. Ich bin froh. Du bist Aiden ab. Habe ich dir nicht die Rüstung gegeben, Aiden? Nein, habe ich nicht. So. Ja, sieh Leute, jetzt habe ich meinen Masterplan schon so aufgestellt, dass die Ödländer ihren eigenen Trainingsbereich haben und die Arbeiter auch ihren eigenen Trainingsbereich. Und aus diesem Trainingsbereich werde ich halt einzeln Leute rausziehen, die dann Ödländer werden. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir die Vault voll kriegen. Echt? Bin begeistert. Komm. Arbeitet ruhig zusammen. Sie, Lord, die Jäger, arbeitet zusammen. Wir sind ja ein Familienunternehmen, ne? Gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute mit Fallout Shelter. Das nächste Mal wird am Montag stattfinden. Das heißt, ja, diesen Montag geht es weiter mit Fallout Shelter. Wir werden am Montag höchstwahrscheinlich nur Fallout Shelter spielen. Wenn ich richtig Bock habe, dann auf jeden Fall, ja. Mehr. Mal gucken. Lasst euch überraschen. Gut. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.